He tried to battle me and found self-destruction. Zusammen. Ich begrüße euch recht herzlich zur Scratch-Lektion hier bei Auflegen mit Erfolg. Mein Name ist DJ Shorty und ich sage euch jetzt erstmal ein paar Grundlagen zum Scratching. Das Scratching ist fester Bestandteil des Hip-Hop, des Turntablism und der DJ-Kultur. Also das ist heutzutage nicht mehr wegzudenken, schon lange nicht mehr wegzudenken. Das hat seinen Ursprung in den Mitte der 70er Jahre. Das ist durch Grand Wizard Theodore, heißt der gute Mann. Das ist ein richtiger Hip-Hop-Pionier, ein richtiger Hip-Hop-Pionier-DJ. Und dieser kam auf die Idee des Scratchings, als ihn seine Mutter mehrfach ermahnte. Und er hat beim Üben, bei laufender Platte, hat er dann einfach die Hand draufgelegt und hat die Platte so gestopft, weil ihn seine Mutter mehrmals ermahnt hatte, er soll jetzt endlich mal ruhiger, leiser sein. Und er hat einmal dabei bemerkt, dass er einen gewissen Sound erzeugt, indem er die Platte ganz leicht vor und zurück bewegt. Also er wollte die Platte ursprünglich stoppen, hat er aber nicht gemacht. Also er ist immer ganz leicht nach vorne und nach hinten gegangen. Und da hat er sich dann gedacht, das klingt sehr, sehr interessant. Da kann man mal damit rumspielen und mal gucken, was dabei rauskommt. Und so entstand durch ihn der Grundstein zum Scratching, der Baby Scratch. Scratching passiert in klassischer Art und Weise an zwei Plattenspielern und an einem Battle Mixer. Also ihr müsst euch das so vorstellen, es ist ausschlaggebend, dass ihr definitiv einen guten Crossfader habt. Hier am Pult unten richtig freies Handling habt, damit ihr euch jetzt hier nicht an irgendwelchen Knöpfen stößt oder irgendwas. Deswegen sind Battle Mixer am geeignetsten dafür. Es ist aber auch definitiv gar kein Problem, das jetzt zum Beispiel an eurem Controller zu machen oder an meinetwegen an CD-Spielern mit Jogwheels natürlich. Gell? Manche CD-Player haben ja keine Jogwheels. Ein Wheel sollte natürlich immer vorhanden sein, sonst könnt ihr natürlich nicht scratchen. Ja. Und ganz wichtig ist dabei der Crossfader. Der sollte sehr, sehr leichtgängig sein. Und das ist im Endeffekt das A und das O. Beachtet aber bitte dabei, dass das richtige Feeling beim Scratchen, das langt und erhaltet ihr wirklich nur, wenn es von Platte kommt. Es ist schon ein deutlicher Unterschied. Das heißt aber nicht, dass ihr das jetzt auf euren CD-Spielern oder auf eurem Controller nicht machen könnt. Da habt ihr genauso ein gutes Feeling, aber da müsst ihr halt anders Hand auflegen, auf was ich nachher noch kurz zu sprechen komme. Es gibt gewisse Contests, wo das Scratching ein Kriterium ist, wenn nicht sogar der Hauptbestandteil. DMC ist so ein Contest, der findet weltweit statt. Da gibt es nationale Battles und dann die Weltmeisterschaften, wo ich auch schon teilgenommen habe und einiges erreicht habe. Ja, und da ist Scratching zum Beispiel ein richtiger Hauptbestandteil. Ein nächstes Battle wäre das IDA Battle. Das findet zurzeit immer auf nationaler Weise in den Ländern statt, je nachdem, wo es stattfindet und welche Länder das ausrichten. Und die World Finals finden in Polen statt. Da gibt es zum Beispiel drei Kategorien, unter anderem auch die Technical-Kategorie.
Und da ist ein Fokus wirklich das Scratching, da wird sehr viel drauf gelegt. Beim Red Bull Freestyle Battle ist es so, dass es kein reines Turntablism Battle ist, sondern da wird der Fokus zum Beispiel jetzt nicht nur auf Scratching oder zum Beispiel das Beat Juggling, was eine andere Technik des Turntablism ist, bewertet, sondern da sind auch noch andere Arten des DJs, die wo sehr wichtig sind, zum Beispiel wie gehe ich mit dem Publikum um, was habe ich für eine Songauswahl und diese Kriterien fallen da auch noch drunter. Also Scratching ist da wirklich nur ein kleiner Part davon. Beim Scratching ist es so, dass ihr da wirklich sehr dahinter bleiben müsst. Also ihr müsst üben, üben, üben. Nicht umsonst heißt es, Übung macht den Meister. Es ist eine eigene Art und Kunstform, die natürlich in gewisser Art und Weise zeitintensiv ist, aber ihr werdet dadurch auch richtig belohnt, wenn ihr euch dahinter klemmt und da wirklich dahinter bleibt und versucht, das alles schön anständig zu lernen, vor allem auch sauber zu lernen. Das werdet ihr dann aber irgendwann mal selber bemerken, wenn es dann mal soweit ist. Das ist bei jedem unterschiedlich. Beim einen kommt es halt früher, beim anderen erstmal später. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Wir beschränken uns jetzt erstmal nur auf die Grundlagen und dann geht das so weiter. Wie gesagt, müsst ihr da sehr am Ball bleiben. Am besten, ihr macht euch, wenn ihr euch da richtig reinhängen wollt, pro Tag jetzt mal eine halbe Übungsstunde und übt jetzt da wirklich nur so die Scratches, die wo ich euch jetzt zum Beispiel nachher zeige, intensiv. Und da werdet ihr dann richtig belohnt dafür, wenn ihr euch da richtig reinhängt. Und es macht auch ziemlich Spaß. Glaubt mir, es macht richtig Spaß. Auch ein ganz erwähnenswerter Punkt ist, dass dadurch die Performance eures Live-Mixing richtig gepusht wird. Das heißt, sie wird richtig beeindruckt, dargebietet. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr macht etwas technisch an den Plattenspielern. Ist natürlich immer besser, als wenn man jetzt nur dran steht und jetzt hier stupide mixt und nichts macht. Das ist beim Scratching nicht der Fall. Beim Scratching ist man immer sehr aktiv. Und das ist, wie gesagt, eine audiovisuelle Bereicherung für euer Set. Und es hebt euch auch auf jeden Fall von eurer Konkurrenz ab, weil es macht auch nicht jeder. Und das ist auch sehr wichtig, das zu verstehen und das zu merken. Also haltet euch daran und übt, dann pusht ihr euer Set richtig. Für Sounds zum Scratchen gibt es gewisse Scratch-Samples, wie zum Beispiel das klassische A oder Fresh. Das gibt es zum Beispiel auf der Platte Scratchy Super Seal. Die könnt ihr erwerben auf www.thudrumble.com. Bei der Auswahl zu euren Scratch Samples oder Scratch Sounds gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt Percussions nehmen, ihr könnt klassische Scratch Sounds oder Scratch Samples nehmen, wie zum Beispiel das A oder Fresh, das auf diversen Battle Breaks oder Skipless Platten verwendet wird. Die gibt es zum Kaufen bei thudrumble.com oder einfach im Online-Vinyl-Store von hhv.de zum Beispiel. Auch könnt ihr zum Beispiel nur mit dem Serato Control Tone scratchen, wenn ihr das möchtet, wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Oder ihr nehmt irgendwie ein A Cappella oder bestimmte Wörter. Es gibt da wirklich unbegrenzte Möglichkeiten. Also da habt ihr genügend Auswahl. Ich zeige euch heute in den Videos nachher, dass ich das vorrangig jetzt mit den zwei Standard-Scratch-Samples mache, mit A und Fresh. Das sind einfach die klassischen Samples, auf die man schon lange cuttet. Und meiner Meinung nach will ich das dann euch auch so weitergeben, dass ich die halt auch gern benutze und dass die auch immer noch sehr gern benutzt werden und auch weiterhin so sein wird. Auch gibt es spezielle Skipless Battle Breaks oder Skipless Scratch Tools auch genannt. Da habt ihr jetzt zum Beispiel eine ganz normale Vinyl. Die legt ihr jetzt auf und habt dann euer Scratch Sample dort. Natürlich müsst ihr euch markieren, wann euer Scratch Sample beginnt. Und ihr habt dann diesen Sound immer an derselben Stelle und gewisse Spurenlängen. Das heißt also, wenn jetzt euch einmal die Nadel springen sollte, dann seid jetzt nicht gleich in einem anderen Sample, sondern dann bekommt man das kaum mit. Also diese Platten sind wirklich super gut, die benutze ich auch sehr häufig, gerade auch wenn ich Freestyle zu Hause scratche oder übe. Das kann ich so nur weiterempfehlen. Für Anfänger, die jetzt das Scratchen erlernen wollen
und auf gewisse Instrumentale oder Songs oder was auch immer scratchen wollen, empfiehlt sich meiner Meinung nach wirklich, dass man sich auf 85 BPM bis 100 BPM beschränkt. Denn aus dieser Geschwindigkeit heraus haben sich so früher die Beats entwickelt und die Scratches her. Und ich finde es wichtig, erstmal dann auch so zu lernen, so wie es ursprünglich dann früher war. Wir sind jetzt mittlerweile auch gerade viel im Hip-Hop-Bereich bei 70 BPM oder sogar teilweise auch bei 60. Macht aber für mich keinen besonderen Sinn, darauf schon anzufangen, weil da werdet ihr euch irgendwann mal nur noch verwirren, weil es halt dann doch schon sehr langsam ist. Also ihr habt wirklich zwischen 85 BPM und 100 BPM eine wirklich gute Struktur, wie ihr das jetzt machen könnt. Da ist wirklich, da habt ihr ja schon den größten Geschwindigkeitsrahmen abgedeckt. Genau, haltet euch meines Erachtens daran und später könnt ihr dann eventuell auch mal probieren, auf schnellere oder auf langsamere Beats zu scratchen. Was ihr dabei verwendet, spielt keine Rolle. Ihr könnt ganz normale Instrumentals verwenden, ihr könnt Battle Breaks verwenden, ihr könnt Pop-Songs verwenden, ihr könnt Rock-Songs verwenden oder vielleicht auch mal Techno. Aber das wäre jetzt ja zum Beispiel nicht im sogenannten BPM-Bereich. Also von dem her habe ich euch jetzt gerade ein paar Beispiele genannt. Ja, aber im Endeffekt müsst ihr das entscheiden, was ihr für Musik ihr gerne hört und auf was ihr gerne scratchen möchtet. Ganz wichtig zum Scratchen benötigt ihr zwei Plattenspieler. Ich habe jetzt hier gerade zwei Technics MK2 stehen. Die gibt es schon seit über 30 Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann die eingeführt worden sind. Auf jeden Fall sind das die beständigsten Turntables so bis heute auf dem Markt. Die sind wirklich sehr robust gebaut, was ihr auch alle schon im Equipment-Kurs von meinem Kollegen näher gebracht bekommen habt. Natürlich sollte dieser auch direkt angetrieben sein. Das sind die Technics, ja, wie ihr schon wisst. Und das ist vor allem auch sehr wichtig, weil Riemenangetriebene sind dafür einfach nicht wirklich geeignet. Des Weiteren ist es wichtig, spezielle Scratch-Systeme zu verwenden, die eine sphärische Nadel haben und auch ziemlich robust sind im Handling, wie jetzt da zum Beispiel das aktuelle Ortofon. Das ist das aktuelle Concord MK2 Scratch von Ortofon. Das verwende ich jetzt bei den ganzen Videos auch. Und wie gesagt, das ist wichtig, dass ihr da ein sphärisches System nimmt, also ein System mit sphärischem Nadelschliff, da das einfach besser in der Rille bleibt und die Platte auch nicht allzu stark so abnutzt, wie jetzt zum Beispiel ein elliptisches System. Des Weiteren muss ich nochmal kurz zurückkommen auf die Einstellungen vom Plattenspieler. Und zwar stellt für jedes eurer Systeme gibt es ein bestimmtes empfohlenes Auflagegewicht. Das könnt ihr beim Hersteller abfragen und genauso stellt ihr am besten dann auch den Tonarm ein. Des Weiteren sollte der Tonarm parallel sein, wenn jetzt hier auf der Platte liegt mit dem System. Und ganz wichtig, das Anti-Skating bitte auf Null stellen, da ansonsten die Nadel einfach zu arg nach draußen gedrückt wird. Und das ist nicht empfehlenswert. Das habt ihr aber alle schon im Equipment-Kurs gelernt, deswegen gehe ich jetzt da auch nicht mehr großartig drauf ein. Das nächste, was sehr wichtig ist, sind sogenannte Slipmats und Slipsheets. Das ist hier ein Slipmat und das ist ein Slipsheet. Ihr könnt euch hier diese Slipsheets zum Beispiel auch selber basteln, zeige ich euch gleich. Vorher noch eine kurze Erklärung, das sind jetzt spezielle Anfertigungen, auch von Sudrumble ist das. Das sind sogenannte Butter Rugs, das sind Slipmats, die wo zum Scratchen geeignet sind. Da habt ihr ein richtig gutes Handling an der Platte, da ihr sehr leicht die Platte damit vor- und zurück bewegen könnt. Vor allem auch noch, wenn ihr das Slipsheet hier jetzt drunter legt. Was ich zum Beispiel sehr empfehlen kann, denn ich arbeite nur noch so, weil ich es mir irgendwann mal angewohnt habe und einfach das Handling viel, viel einfacher ist und ja, das mir einfach so viel einfacher tut, seit Jahren schon.
des Weiteren ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass ihr einen scratch-tauglichen Mixer oder Controller habt und natürlich auch einen scratch-tauglichen CD-Player. Also ihr braucht ein Jogwheel, das ist schon mal eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss, denn ansonsten könnt ihr ja nicht scratchen. Und bedenkt aber dabei bitte, dass jeder Controller und jeder CD-Player anders ist. Von dem her würde ich da dann schon darauf achten, wenn ihr richtig tief in das Scratching eintauchen wollt, dass ihr euch da speziell angefertigte Controller oder CD-Spieler kauft. Beim Mixer ist es sehr wichtig, dass der Crossfader sehr leichtgängig ist, wie schon vorhin erwähnt. Und dass ihr die Kontur eures Crossfaders oder die Crossfader-Curve auf jeden Fall auf sehr hart stellt. Das heißt, wenn ihr jetzt vom linken Kanal zum rechten switcht, habt ihr den Sound gleich auf voller Lautstärke auf dem rechten Kanal. Und das ist beim Scratching erforderlich, da wir ja nicht laut und leise durcheinander hören wollen, sondern wir brauchen den Sound gleich auf vollem Anschlag. Das ist also sehr wichtig. Bei eurem Mischpult ist auch sehr wichtig, dass ihr beachtet, in was für einem Modus ihr scratchen wollt, entweder im Normal Mode, das wäre auf der rechten Seite des Mixers, oder ihr wollt im sogenannten Reverse oder Hamster Mode scratchen. Das heißt also, das ist genau umgekehrt. Ihr habt jetzt hier den linken Kanal auf der rechten Seite. Also bei mir ist es persönlich so, ich scratche viel im Hamster Style, außer einen Scratch, zum Beispiel den Chirp. Das werdet ihr danach sehen, das sage ich dann auch bei dem Scratch nochmal und beachte das bitte. Das ist jetzt kein Muss, dass ihr das jetzt auch so erlernen sollt, aber ihr werdet euch auf der einen Seite definitiv leichter tun. Falls ihr es doch anders machen wollt, dann müsst ihr immer bedenken, dass das Zusammenspiel zwischen Daumen und Zeigefinger natürlich umgekehrt läuft, wie als dass ich jetzt dann beim Hamster das erklären, im Hamster-Style. Das müsst ihr immer damit beachten dann. Quasi, wenn ihr jetzt den Fader dann öffnet und schließt, oder bei mir im Hamster-Style mit dem Daumen geöffnet und geschlossen mit dem Zeigefinger. Andersrum im Normal-Mode wäre dann das komplett umgekehrt. Ihr öffnet mit dem Zeigefinger und schließt mit dem Daumen. Beachtet das bitte. Die Platte, da müsst ihr ganz besonders darauf aufpassen, dass die nicht eiert. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mir gewisse Schnipsel erstellt aus Adressaufklebern, die ich jetzt hier eingeklebt habe, damit das besser in das Mittelloch passt. Ihr könnt auch, wie schon erwähnt, ein Tempo darunter legen und dann die Platte drauf. Das ist aber nur eine Einmallösung. Also eine Dauerlösung ist definitiv, dass ihr euch da gewisse Schnipsel zurechtschneidet und die am besten so Y-förmig dann hier im Mittelloch anhand diesen Markierungen dann rechts und links anbringt. Des Weiteren ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch einen sogenannten Marker setzt. Ich habe jetzt hier einfach mal auch aus einem Adressaufkleber mir etwas zurechtgeschnitten und abgeklebt. Somit habe ich jetzt immer den Anfang meines Samples, wenn ich den Cue-Punkt drücke, direkt hier an meiner Nadel. Wenn ich jetzt also den Cue-Punkt drücken würde. So habe ich dann auch schon meine Markierung und meinen Anhaltspunkt gesetzt. Das ist sehr wichtig. Das braucht ihr, weil ihr braucht definitiv diesen Anhaltspunkt, weil ohne wird es sehr schwer auf Dauer. Auch ist es wichtig, euren Marker eventuell sogar nicht jetzt auf 2:30 zu setzen, so wie ich ihn gerade gesetzt habe und euch das gerade erklärt habe. Also nochmal kurz zurück. Ja, ich verwende den so schon seit Jahren von Anfang an eigentlich. Ich habe mir das so angeeignet, dass ich jetzt hier so quasi die Nadel zeigt auf meine Markierung. So in der, eher jetzt genau gesagt, in der Mitte von meiner Markierung sogar. So tue ich mir einfach am einfachsten. Ihr könnt aber auch schon das auf 12 Uhr setzen. Das heißt, euer Anhaltspunkt ist jetzt nicht an der Nadel, sondern nach oben ausgerichtet. Jetzt den Cue-Punkt drückt, habt ihr das Sample, das ihr verwendet, ganz oben. Das ist euer Start hier ganz oben.
entscheidet das bitte selber, wie ihr das machen wollt. Das bleibt euch vorbehalten. Genau. Schaut, was euch da besser liegt oder mit was ihr am besten arbeiten könnt. Kommen wir nun zu den Einstellungen in eurem DVS-System. Da ist es ganz wichtig, darauf erstmal auf die Latenz zu achten. Die sollte so gering wie möglich eingestellt werden, also am besten auf 2 Millisekunden. Wenn das nicht geht, versucht auf 5 zu gehen, das ist auch noch in Ordnung, aber dann wird es schon eher kritischer, weil durch diese Verzögerung verzögert sich natürlich auch euer outgeputteter Scratch. Das heißt, der kommt dann verzögert an die Box und dann passt diese Technik nicht mehr, was ihr macht. Des Weiteren ist es auch sehr wichtig beim Scratching, dass ihr eure Decks so kalibriert, wie im Softwarekurs schon erwähnt. Und zwar sollte der runde Kreis wirklich schön rund sein und durchgängig sein und jetzt keine großen Ausschläge haben oder verzerrt sein. Also da muss wirklich der Sound 100%ig laufen oder nahezu 100%ig, damit es keine Verzerrungen gibt. Kommen wir dann zu der Frage, was für einen Modus benutze ich? Entweder den absoluten oder den relativen. Also ich persönlich benutze seit Jahren jetzt schon den relativen, da wenn mir jetzt die Nadel springt, die Platte einfach weiterläuft und da habe ich so jetzt keinen Aussetzer in dem Sinne, was ich im absoluten Modus definitiv haben könnte. Und da ist für meine persönlichen Verhältnisse eher der Relative-Modus interessant. Aber das bleibt euch überlassen, entweder ihr geht in den absoluten Modus über. Ich zeige euch nachher, wie ihr die Platte anfasst, dann springt die auch nicht so oft. Macht euch da keine Gedanken drüber. Am besten ihr fasst die Platte mit 3 oder 4 Fingerballen so an, wie es ich euch gerade zeige. Hier mittig links in der Mitte des Vinyls, der linken Mitte des Vinyls. Und macht da am Anfang bestens so ein paar leichte Trockenübungen, schiebt die Platte ganz langsam mal nach vor und zurück, dann vielleicht mal so ein bisschen schneller, ja, so jetzt oder langsam, ganz langsam, damit ihr da einfach mal ein Feeling kriegt. Ich empfehle, ihr benutzt alle 4 Fingerballen, so in der Position, wie ich das jetzt so auflege. Ganz wichtig dabei ist, der Daumen schaut so einfach nach oben, ganz locker lassen, nicht zu verkrampft, denn ihr müsst irgendwann da mal viel aus dem Gefühl rausmachen und wenn ihr jetzt da so verkrampft seid, dann, naja, dann habt ihr irgendwann gewisse Probleme, dass euch die Arme erstens wehtun und dass halt die Scratches dann nicht mehr so sauber sind, weil ihr da zu sehr verkrampft. Also bleibt da einfach sehr locker, dann kriegt ihr das gut hin. Das ist so meine Erfahrung, was ich gemacht habe und das möchte ich auch euch so gerne weitergeben. Wie gesagt, hier ganz schöne sanfte Trockenübungen, nach vorne, zurück. Und einfach mal so ein kurzes Feeling für die Platte bekommen. Fühlt sich das an? Der Druck auf der Platte sollte natürlich nicht zu hart sein, nicht zu stark. Sonst steht der Teller. Also ganz locker anfassen mit leichtem Druck. Ich mache es zum Beispiel aber auch, dass ich auch mal jetzt nur 3 Finger aus dem Gefühl dann bei anderen Scratches, wo ich ausführe, zum Beispiel beim Freestylen, dann nur 3 Finger verwende oder 3 Finger auflege. Das kommt dann je nach Gefühl. Das wird euch sicherlich dann auch irgendwann mal gehen, wenn ihr dann im Unterbewusstsein das dann einfach so ausführt, dass ihr nur noch 3 macht anstatt 4, dann ist es so für eure Haltung besser. Je schneller ihr dann werdet, desto mehr Druck müsst ihr dann auch drauf geben, aber jetzt nicht schon wie gerade eben so gezeigt, dass ihr jetzt da richtig so mit Gewalt drauf drückt. Da stoppt dann euer Teller unten und ja, das ist im Endeffekt nicht nötig. Da gibt ihr bei schnelleren Scratches dann, das zeige ich euch nachher aber dann in den Videos auch, einfach ein bisschen mehr Druck geben, dann klappt das auch so. Ganz wenig, ganz sanft. Eine ganz wichtige Anmerkung noch von meiner Seite aus ist, dass ihr verstehen sollt und müsst, dass das Ende des Scratch Moves nicht das Ende des Scratch Samples ist. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht immer das Sample bis ganz zum Schluss ziehen. Denn wenn ihr ein längeres Sample zum Beispiel habt und einen Baby Scratch jetzt so macht und das Sample jetzt zum Beispiel bis hier geht, müsst ihr nicht immer das ganze Sample ausscratchen, sondern einfach versuchen, hier im Takt zu bleiben
Und da ist natürlich das Ende eurer Scratch-Bewegung schon bei einem Drittel dann schon abgeschlossen. Und das so zum Verständnis. Was ganz wichtig zum Verständnis auch noch für euch näher gebracht werden sollte und muss eigentlich auch, dass ihr, wenn ihr jetzt die Platte vor und zurück bewegt, in unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, habt ihr auch jetzt gerade schon gehört, dass sich die Tonhöhe zum Beispiel verändert. Also das gibt es einen anderen Output des Sounds. Ich zeige das gerade noch mal kurz. Also kommt der Sound ganz anders rüber, je nachdem wie ihr die Platte anfasst, wie schnell ihr euren Move macht. Des Weiteren auch durch Betätigung des Pitchfaders am Plattenspieler. Könnt ihr hier gerade erkennen, dass sich natürlich auch anders anhört. Des Weiteren wäre das zum Beispiel dann auch so, wenn ihr jetzt eure Effekte beim Scratching einsetzt, über das Sample laufen lasst einfach. Ich benutze jetzt hier gerade mal einen Flanger. Hört sich anders an. Oder ich nehme jetzt die Tiefen raus. Hört man jetzt in dem Fall nicht wirklich. Aber ich dann die Höhen rausnehmen. Bis zu einem gewissen Grad hört man es. Ist schon ein bisschen besser. Das jetzt wie gesagt nur als Beispiel. Oder ich benutze den Filter. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Das zum Verständnis. Das war mir auch noch sehr wichtig, euch das näher zu bringen. Was auch noch sehr wichtig ist, ist, dass ihr Scratches kombinieren könnt, in verschiedener Abfolge, in verschiedenen Geschwindigkeiten anordnen könnt. Kreiert da euren eigenen Flow, Freestyle damit. Freestyle heißt, das kommt quasi aus dem Bauch raus. Ihr macht jetzt den Scratch, danach den, dann wieder den, dann den anderen und so weiter. Da gibt es unendlich viele Muster, was ihr euch selber erst einmal so vorab im Kopf ausmalen könnt und es dann an den Tellern so umsetzen könnt. Oder ihr macht es später dann mal richtig aus dem Bauch raus, so wie ich das auch mache. Das ist sehr wichtig. Genau. Geschwindigkeiten miteinander kombinieren ist auch noch ein sehr wichtiger Faktor, der diese ganzen Scratch-Geschichten dann noch interessanter macht. Weil wenn jetzt zum Beispiel langsamen Move macht und dann ein Killer-Scratch hinterher, der ziemlich schnell ist, klingt das da doch richtig spektakulär. Also wie wenn jetzt nur so alles nacheinander einfach, ja, so langsam hier das und alles im selben Rhythmus, das ist dann ein bisschen langweilig. Probiert euch da ein bisschen selbst zu verwirklichen einfach. Schaut, wie euch das so bekommt und übt und hoffentlich habt ihr das dann so drauf wie ich zum Ende der Lektion. Viel Spaß beim Üben. Macht was draus und ihr werdet belohnt. Fleißig üben. Auflegen mit Erfolg. Ihr bekommt Erfolg. Ciao.